Hallo meine kleinen Mini-Freunde, wisst ihr was? Ich habe mir letztens überlegt, wie mein Leben wohl aussehen würde, wenn es ein Horrorfilm wäre. Weil ich dieser Frage auf den Grund gehen wollte, habe ich mir mal wieder ein kleines Filmteam zusammengestellt und mit diesen haben wir 4 Tage in der gruseligsten Kulisse ever das gruseligste Video ever gedreht. Und um euch jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen, würde ich sagen, lasst uns den Trailer zu meinem Leben als Horrorfilm gucken. Woo! Ich hatte letztens einen übelst kranken Traum. Ich war irgendwie unter der Erde in so einem Keller oder sowas und ich sollte irgendwas finden, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann war da irgendwie so ein Vieh und hat mich verfolgt. Und das ist auf einen Schlag auf mich gerannt und es hätte mich getötet. Und kurz davor bin ich aufgewacht. Ich glaube, du solltest einfach aufhören, so viele Alien-Filme zu gucken. Ja, kann schon sein. Wow! Was ist das denn? Meiner Diagnose nach zu urteilen, handelt es sich hierbei um einen Arm. Humane Spezies, da bin ich mir relativ sicher. Warte mal, so haben meine Alien-Filme auch immer angefangen. Irgendwas wurde immer untersucht. Und dann ist die ganze Scheiße erst richtig losgegangen, Emmy. Der Bunker. Geht nicht in den Bunker. Der Bunker? Der Bunker. Der Bunker. Welcher Bunker überhaupt? Der Bunker. Er ist 3 Kilometer in nordöstlicher Richtung. Ihr dürft auf gar keinen Fall dorthin gehen. Hier sind die genauen Koordinaten. Ihr könnt ihn eigentlich nicht verfehlen, aber geht auf gar keinen Fall in den Bunker! Okay, Amy, wir müssen hier hin. Das macht überhaupt keinen Sinn, Joel. Er meinte extra, dass wir da auf keinen Fall hingehen sollen. Amy, macht irgendwas in Horrorfilmen jemals Sinn? Und jetzt komm! Aber Joel, wir können ihn doch jetzt nicht einfach hier so liegen lassen. Ja, okay, stimmt. 2 Geschwister suchen etwas. Komm mal, Mika. Das sie niemals finden sollten. Joey, seit wann hattest du einen Helm auf? Und warte mal, wo kommt eigentlich dieser Korb her? Aber ist ja super praktisch. Jetzt können wir direkt ein Picknick machen. Ja, stimmt. Willst du ein Stück Brot? Oh ja, gerne. Joey, irgendwas stimmt mit dem Ort, glaube ich nicht. Ach Quatsch, Emmy, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn uns nur irgendjemand einen Tipp geben könnte, wo wir hin müssen, ne? Komm, Emmy, aber nimm dir auf jeden Fall was zur Verteidigung mit. Shit, Emmy, ich glaube, wir haben's. Shit, Emmy, das sieht extrem gruselig aus hier drin. Emmy, ich weiß nicht, ob wir hier unten wirklich sein sollten. Joey, hörst du das auch? Was meinst du? Was war das denn? Wer die Geister einmal weckt. Ashley ist so eine Bitch. Ich kann es aber nicht fassen, dass sie mit Jacob geschlafen hat. Girl, reg dich nicht so auf. Jacob ist eh hässlich. Ach ja, stimmt, hast du ja recht. Danke, Shaniqua, dass du einfach immer ein offenes Ohr für deine Bitch hast. Ach, gar kein Problem. Alles okay? Shaniqua, was ist da los? Wird sie nicht mehr los. Jenny, alles okay? Ich war das gerade wieder. Wow! Shaniqua? Shaniqua, kannst du mich hören? Und was machst du eigentlich in unserer Küche? Chill doch mal, ich bin da nur beim Ketchup-Essen hingefallen. Willst du überleben? Oh, guck doch mal, mein altes Pikachu, damit habe ich früher immer gespielt. Oh mein Gott, Joey, guck mal! Oh mein Gott! Was ist denn? Oh, meine alte Schlafanzughose, die passt mir bestimmt immer noch. Emmy, guck doch mal bitte daneben, was hier liegt!
Was war da? Hey, was denn? Musst du dich deinen Ängsten stellen. Okay, Amy, wir haben noch genau eine halbe Stunde. Wir müssen jetzt los. Let's go. Hey! Gott, Joel, fahr mal ein bisschen langsamer. Du könntest Tiere überfahren. Amy, jetzt sei mal bitte ruhig, sonst überfahre ich dich gleich mal hier. Ich finde die ganze Idee überhaupt scheiße. Was denn immer für eine blöde Idee? Ich meine, was soll ich denn machen? Ah! Oh! Gott! Mann, Michelle, hau jetzt mal bitte ab da. Wir haben echt wichtigere Sachen zu tun, als uns jetzt mit dir zu beschäftigen. Joey, bitte sagen wir, dass du es auch hörst. Ja, ich hör's. Also entweder es ist alles im Lot oder wir sind gleich alle tot. Was war das früher? Oh, Emmy, was ist denn das? Keine Ahnung. Sieht ja aus wie irgendwas, was lebt, oder? Was bewegt sich nicht? Amy? Oh fuck! Oh, ich bin raus. Ich bin raus. Oh fuck! Jetzt hab ich dich abgestellt. Ich versuche die ganze Zeit euer scheiß Brot zurückzugeben, die Alte hier mir an den Kopf gehauen hat. Was? Brot? Ja, außerdem habe ich hier eine Platzwunde. Gib mir mal ein Pflaster oder sowas. So, ich glaube, für die nächsten paar Wochen reicht das jetzt erstmal mit Horrorfilmen. Leute, dieses Video zu drehen und zu schneiden war eines der aufwendigsten Projekte, die ich je in Angriff genommen habe. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf euer Feedback. Wenn euch das Video also gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. An dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Emmy und Dylan dafür, dass sie 4 Tage lang mit mir an diesem Video gedreht haben, was nicht selbstverständlich ist. Guckt bei den beiden auf jeden Fall vorbei. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!